Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins. Und wir betreten nun The Blighted Blood. Das neue Gebiet. Nachdem wir die Silent Sands hinter uns gelassen haben. Geht es jetzt in eine nicht mehr ganz so nette Gegend. Denn hier attackieren uns komische Viecher. Genau die hier. Und wir müssen durch diese Gitterstäbe durchkommen, die uns abspießen wollen, sobald wir sie aktiviert haben. So. Nächster Schalter aktiviert. Noch mehr kleine Viecher verklopfen. Aua. So, das müsste... Aua. Kommt hier rüber, ich finde das Blödsinn, dass die Dinger uns betäuben. Dann... Jetzt ist mein XP-Boost weg. Naja, da wo der herkam, gibt es noch mehr. Man muss nur aufpassen. Den einen Gegner da unten ignorieren wir mal. Jetzt muss wieder mit denen hier auseinander. Genau. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo es als erstes lang geht. Ich glaube... Erst einmal hier nach rechts. Ja, genau. Obwohl, nee, hier rechts ist falsch. Hier rechts ist nämlich der Rückweg. Wir müssen weiter hoch. Und ja, unser Phoenix wird auch immer stärker. Ich muss gerade mal gucken, auf welchem Level haben wir die hier eigentlich schon. Vielleicht mal kurz machen. Ah, also unser Wirbelwind ist schon mal auf Maximum. Das ist, glaube ich, Level 4. Das heißt, es gibt noch ein Topaz und eine Rubin. Okay. Hier ist nämlich erst einmal Gegner, die weg müssen, weil sie sein Level abbringen. Und wieder so Coinschläger, so. Und wenn wir den hier aktivieren, genau, kommen wir da runter. Und hüpf. Erst einmal die garstigen Gegner aus dem Weg räumen. Und die Musik hier klingt auch wieder ziemlich interessant. Wie die vier Viecher loswerden. Warum sind sie hier noch frei? Okay, da ist Nummer 4. Geblieben. Das ist ja eigentlich erstaunlich, ziemlich viele Musik in Ys wird mit Streichinstrumenten gemacht, aber hier haben sie jetzt gerade, glaube ich, hauptsächlich das Klavier spielen. Ist auch die Bossfight-Musik ziemlich viel mit der Gitarre gemacht.
Aber selbst hier finde ich die Musik ziemlich interessant. Was habe ich jetzt da eigentlich gerade aus der Truhe geholt? Ach ja, die rote Frucht, genau. Man sieht, was ich philosophiere zu viel über die Musik in dem Spiel und vergesse, was ich gerade eingesammelt habe. So. Du kannst auch gerne noch was haben. Wenn du das unbedingt willst. Du, wir haben schon über ziemlich viele SP gemacht. So. Den da töten und den Schalter aktivieren. Der macht nämlich hier das Ganze aktiv. Hier müssen wir aufpassen, wie wir hochspringen. Und hier nutzen wir mal sicherheitshalber den Wirbelwind. Und ja, ich benutze ziemlich oft den König, dass wir nachfragen will, aber gegen solche Gegnermassen ist der halt immer besser als einfach draufhauen. So. Der Gegner auch weg und dann geht's hier raus. Und man sieht schon, wir sind schon ziemlich weit oben. Man kann den Boden kaum noch sehen. Also ja, man hat eigentlich nur noch eine Wolkendecke und ein Rohr. Ja, ist gut, dass wir die Rotafrucht eingesammelt haben. Ich habe doch niemals ein Rohr kennengelernt, bevor ich in diesen Turm gekommen bin. Aber nun fühlt es sich an, als ob ich schon die Hälfte eurer Art kennengelernt hätte. Haben die anderen dir von mir erzählt? Wartest du auf eine Rotafrucht? Ja, geben wir ihm die Rotafrucht, denn hier bekommen wir was Tolles wieder mal geschenkt. Die Kampfrüstung. Wow, das ist eine sehr starke Rüstung. Woher hast du die nur? Ah, es tut mir leid, ich bin unhöflich. Ich sollte dein Geschenk einfach annehmen und es nicht in Frage stellen. Dankeschön, ich, wie heißt es? Ach, ihr gefällt's einfach, das Geschenk. Und wir haben wieder mehr Rüstung. Was sehr gut ist, weil die können wir hier jetzt gebrauchen gegen die Elektrofische. Ja, wir haben Fische, die Blitze verschießen, aber an Land leben. Wow. Und diese miesen, staubspuckenden Pflanzen. So. Ab hier beginnt eigentlich schon der gemeine Teil dieses Gebietes. Nämlich dank diesen schönen Pflanzen hier. Und wegen den Kugelfischen. Kugelblitzen. Von den Fischen, so. Die verschone ich aber auch nicht. Aber ich erst recht nicht. Es gibt nämlich hier in diesem Gebiet ein paar gemein versteckte Orte, die man beim ersten Durchspielen nicht findet. Und ich weiß auch nicht, ob ich sie jetzt gleich auf Anhieb finden werde. Auf jeden Fall erstmal hier das Fischvolk loswerden. So. Die Lanze weg. Und ja, da unten müssen wir nicht entlang. Von dort kommen wir nämlich zurück. Das ist etwas, was ich noch weiß.
Wir müssen nämlich zuerst hier lang. Hopp. Und jetzt hier liegen eine ganze Horde von denen, und zwar die rot blinkende stärkere Version. Auseinandersetzen. Von dem wir aufpassen sollten, dass wir uns nicht töten. Na kommt schon hier hoch, die mache ich da unten nicht. Wir halten aber auch was aus. Na, jetzt ist wenigstens der erste schon mal kaputt. So. Locken wir sie alle mal wieder hier hoch. Noch einer tot. Und den letzten können wir so weghauen. Denn hier kommt jetzt eine Truhe. Sehr gut. Öffnen. Den Crimson-Schlüssel haben wir bekommen. Den brauchen wir nämlich. Aber vorher geht es erstmal hier runter. Genau, denn hier haben wir den letzten Topaz. Genau, jetzt ist unser gelber Skin auch maximal. Und da unten sieht man Dämonengebiet. Wasser, das sollten wir tunlichst vermeiden, es zu berühren. Sondern einfach drüber hinwegspringen. Weil das macht schon Schaden, wenn sie da reinfallen sollten. Nicht viel, aber es macht Schaden. So, ihr beide noch weg, ihr gebt Heilkräuter. Und genau, hier gibt es noch ein Versteck, an dem was versteckt sein müsste. Deswegen hauen wir die da erstmal weg. Nein, hab nicht gehört, hier ist nur ein Krug, aber trotzdem. Gucken schadet nicht. Aber soweit ich mich erinnern kann. Ne, das war hier unten, glaube ich, wirklich alles. Jetzt kommen wir nämlich genau an dieser Stelle raus, wo ich vorhin gesagt habe, da müssen wir nicht lang, weil wir genau hier zurückkommen. So, wieder mal ein Level ab. Und die Pflanze wieder weg. So. Jetzt geht's hier oben auf den Brummkreisen nämlich. Und bei dem sollten wir auch wieder vorsichtig sein. Und hier brauchen wir den Crimson-Schlüssel. Genau. Und haben eine neue Sorte von Gegner. Mal wieder so ein Teleportier-Fuzzi. Den sollten wir jedoch nicht mit seinem Stab umfuchteln lassen, weil der sonst explodierende Bomben beschwört. Genau dieser nämlich.
sollten wir aufpassen. So. Wieder so eine blöde Pflanze. Und ja, das Gebiet sieht sehr interessant aus. Man kann es gar nicht wirklich definieren. Aua. Und ja, ich sage, wir sollten die ausschalten, bevor sie ihre Explosion machen. Ich bleibe mittendrin stehen in der Explosion. Egal. Aber wir haben wieder einen Außenbereich. Laufen wir mal an dessen Ende. Genau. Und hier machen wir mal wieder einen Cut. Bis gleich.